Auch jetzt zum Entschluss gekommen, mehr so auf Technik, also mehr auf Moderneres zu gehen. Man sieht schon, was er gerade baut, so ein Haus. Sieht natürlich sehr geil aus. Man kennt es halt von Gronkh, dass er früher sich viel Zeit genommen hat. Aber das ist auch gut so, finde ich. Dass er halt früher Bauernhaus und so gebaut hat, alte Häuser, so was man halt so bauen muss. In Minecraft, ja, muss klingt jetzt auch ein bisschen wieder anders, aber halt nicht so die Dinge wie bauen Wolkenkratzer oder so. Nee, das natürlich nicht. Ach du Scheiße, was ist das denn? Alter, das wird hier auch ein riesen Raum hier unten. Hier könnte man eigentlich auch Erde klatschen hier unten wegnehmen. Ach du Scheiße. Na dann, Prost Mahlzeit, Freunde. Das hätte ich jetzt nicht eigentlich erwartet. Stimmt, der hier unten war ja auch noch Erde, ja. Alter, ich will gar nicht wissen, wie viele Viecher hier am Ende spawnen werden. Da haben wir unter unserem Haus ne, so ein dauerndes Das... Ach, scheiße. Wir haben keine Schaufel mehr, wir müssen also wieder nach Hause gehen. Scheiße. Ach, Mist. Hätte ich dran denken müssen, aber naja. Ist jetzt eigentlich nicht so schlimm, ne? Och, da lädt's gar nicht. Naja, einfach in die Richtung gucken, wo es geladen hat. Das andere ignorieren. Lalala. So. Da ist unsere Hütte, die gleich erscheinen wird. Hütte. Erscheine, da ist unsere Kackhaushütte. Dafür la Bunker. Naja, Bunker ist das nicht sehr aus Holz. Das ist ja nicht so richtig ein Schutzbunker. Wie man es von einer Person von früher benannte. Eisen haben wir ja jede Menge. Ach du Scheiße, wir haben jede Menge Eisen. Scheißen, wir haben Eisen. Ich gehe erstmal pennen, würde ich sagen. Ja. Ja. So, was ich mal machen wollte. Ja. So, wollte ich eigentlich nur mal machen, bitte hier. Seht ihr die Schrift unten? Lalala. Nö, ist keine Werbung. Nö, ich mache keine Werbung in meinen Let's Plays. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Was denkt denn ihr von mir? Ja, was wollten wir jetzt gerade machen? Ach ja, wir hatten ja Eisen dabei. Ach, schön. So, machen wir uns gleich wieder drei. Für mehr reicht's ja nicht. Machen wir uns wieder drei Eisenschaufeln. So und so. Und dann würde ich mal sagen, klatschen wir mal wieder Erde. Ich weiß gar nicht, wie lange ich heute aufnehmen werde. In letzter Zeit komme ich gar nicht mehrere Stunden aufzunehmen. Ich schaffte eigentlich nur halbe Stunden. Boah. Letztens, da konnte ich nur zwei Folgen machen, aber da lag es daran, dass Minecraft total geleckt hat. Hoffentlich war das jetzt kein Problem, dass ich auf einmal hier Großbild anhatte. Es war ja nur ein Test, meine Güte. Minecraft, brauchst du nicht auszurasten. Wenn es jetzt nicht geht, dann lassen wir es halt auf Kleinbild. Also wie gesagt, wenn es auf YouTube, ne? Das liegt jetzt daran nicht, dass ich jetzt dumm wäre, wenn auf YouTube so ein schwarzer Rand hier so daneben ist. Ich zeig's mal hier. So ein schwarzer Rand daneben ist auf den YouTube-Kasten. Hier ist halt mein Bild und hier ist halt schwarzer Kasten daneben. Das liegt halt daran, ich nehme halt in Kleinbild, also in den Kleinformat auf. Und deswegen, ich nehme natürlich auf HD auf, aber nicht in Vollbildqualität. Weil dafür ist mein Computer nicht ausgestattet. Ja, nur mal am Rande erwähnt. Scheiße. Was ich jetzt immer machen konnte. Ah, scheiße, jetzt habe ich vergessen, eine Hacke zu machen. Na gut.
werden es überleben. Wir brauchen E plus Erde. Leider unten drunter kommen jetzt Steine, aber naja, Mensch. Das bisschen Stein, das kommen wir aus dem Hunden hier. Das ist halt unten so steinig. Und auch schwer. So. Machen wir mal den hier. Steigen wir hier oben drauf. Muss gucken. Das muss halt alles hier zubauen. Ich weiß gar nicht, dass ich hier unten ausleuchten werde, weil es bringt ja nichts. Was wollen wir unten bitte schön ranbauen? Ja, keine Ahnung. Also, natürlich, wenn ihr den habt, wäre ich natürlich für ein Ohr offen, aber... Naja, okay. Also nicht so, hey, Retrag baut die größte Kornflakeschüssel der Welt, ne? Weil es gerade so eine schöne Rundung hier drin hat. Also auf sowas natürlich nicht. Das wäre schon kreativ was Besseres. Was ich mir wünschen würde von euch. So, ich mach mal hier eine Fackel hin, dass ihr auch was seht auf YouTube. Nicht, dass da wieder Kommentare gibt. Ey, Retrag, das ist zu dunkel. Ey, Retrag, das ist zu hell. Ey, Retrag, du machst Scheiße. Ja, ich bin ja nichts anderes gewöhnt. So. Dann machen wir hier den Schotten dicht. Schotten. Ich mach dich mal voll dicht, Alte. So. Ja, mit den Themen, ja, das haben wir jetzt alles abgehakt. Bundestag. Ach, was ich noch erzählen wollte. Kennt ihr das auch? Ja, jetzt durch hier Bundeswahl, Pipapo, die Wahlplakate, was ihr da manchmal in der Stadt sieht, ne? Ist euch mal aufgefallen, dass wirklich alle Politiker auf diesen Plakaten lächeln und drunter steht eine bessere Zukunft für Deutschland? Naja, ich sag dazu eigentlich nichts. So, ich lasse mal jetzt kurz gerade laden, weil jetzt hat es gerade total geleckt. Es kann sein, dass jetzt wieder ein paar Aufnahmen zerstört worden sind. So, jetzt kann ich weiterspielen. Ja, das braucht ihr wirklich nicht zu glauben. Also, das Lächeln bedeutet gar nichts. Ne? Da bin ich schon mal froh, dass die Angie hier nicht so lächelt. Auf solchen Plan. Na gut, die lächelt auch, ja, man kann es sagen, aber nicht so hier. Wählt mich. Wie von den Grünen oder hier Steinbrück oder so. Ach, der Skandal von letztem Mal, habt ihr das auch gesehen mit den Stinkefinger? Naja, also SPD, na gut. Ich kann ja mal so sagen, ich würde auch die CDU wählen. Auch. Das habt ihr wahrscheinlich auch mal gemacht. Kennt ihr den Wahlomat im Internet? Haben wir auch letztes Mal in der Schule, hat auch mal mein Bruder gezeigt. Und ich kann sagen, bei mir kam zwar nicht CDU raus, war aber doch sehr interessant. Bei mir kamen die Liberalen und die Liberalen sind halt natürlich die FDP. Bei meinem Freund kommt die SPD raus, naja gut. Also beim Sudel. Ach schön. Da kann die auch nicht so richtig leiden, die SPD, vor allem in den Steinbrück. Mehr wir als weniger ich, sage ich nur. Im perfekten Deutsch. Naja, man kann es ja wirklich nie wissen. Man weiß es ja wirklich nicht. Vielleicht ist ja der Steinbrück wirklich der bessere von Merkel Aussicht. Vielleicht ist er ja eine bessere Zukunft für Deutschland. Aber man kann auch total falsch liegen, man weiß es natürlich nicht. War eigentlich schon recht interessant zu wissen, aber ich hoffe trotzdem, dass die Angie gewinnt. Auch wenn ich jetzt Angie sage, Mensch, ist nun halt der Spitzname von der Frau Merkel. Kann ja jetzt Merkel sagen, aber Angie klingt halt cooler. Ich weiß gar nicht, dass der Steinbrück so einen Spitznamen hat. Das ist ja Per, ne? Per Steinbrück. In letzter Zeit gucke ich mir so viel an von Politik, so Bundestagswahlen und so. Boah, früher fand ich so das uninteressant und heute eigentlich ist es doch sehr spannend zu sehen. So, das sieht jetzt aus eher wie so eine Tiefgarage. Ja, natürlich, hier bauen wir dann Transporter alles rein, das wird noch alles folgen. Da macht euch mal keine Sorgen.
Aber jetzt müssen wir erstmal Erde klatschen. I'm vitally small. Small. Ja, es haben ja manche Leute gefragt, dass wieder der Brewster Nell wieder hier ein Beispiel nehmen kann. Ja, und heute ist wieder zu Gast. Na, wer ist denn heute zu Gast? Na, ich natürlich, Brewster Nell. Ja, Brewster Nell. Mensch, kennst du eigentlich meinen YouTube-Channel? Natürlich, Razorak. Das ist natürlich, also ist so emotional. Ich kann das schon wieder heilen. Aber ich finde ihn wirklich spitze. Es wäre wirklich wahnsinnig, wahnsinnig begeistert, wenn ihr Razorak abonnieren würdet. Ist ein toller Typ. Ach Mensch, Bruce, du bist ein großzügiger Mensch, ein Herz für jedermann. Dankeschön für deinen Auftritt hier wieder. Ach, danke, Retro. Natürlich, Bruce. So, Bruce musste jetzt leider wieder gehen. Na, kommt jetzt manchmal hier vorbei, ne? Und so. Will halt wissen, wie es mir geht. Ist ein toller Typ. Muss ich schon mal sagen. So. Naja, gut. Jetzt wieder politische Sachen hier. Wir klatschen gerade Erde für Deutschland. Was bringt das alles? Was wird die Erde bringen? Für was ist das Nutzen der Erde? Würde es einen Sinn geben, hier die Erde aufzutragen? Hat es überhaupt einen Sinn, Minecraft hier weiter zu spielen? Das und Freunde, seht ihr nach der Werbepause? Nein, natürlich nicht. Werbung. Huch! Wollte ich gar nicht. Hallo? Achso. Jetzt bin ich außerdem auf Korte gekommen. Naja. So, dann können wir wohl auch langsam wieder hochgehen, weil mir fehlt ein bisschen Tageslicht hier unten. Unten ist es so ein bisschen grau und schwarz. Ist halt wie so ein Keller. Ich wollte ja jetzt bloß Erde klatschen. Haben wir auch erfolgreich gemacht. Wir haben 2 Schaufeln verschwendet. Die nächste wird in jedem Augenblick kaputt gehen. Und zwar, wenn wir das hier abgebaut haben, alles. So, und da wird es auch gleich kaputt gehen. Zack. Na, zack. Zack. So, da ging sie kaputt. Ich habe jetzt viele Mal zack gesagt, aber naja. Das war ja schon fast zack. Was ist das denn? Weg damit. Kann man mit der Hand wegmachen. So viel Erde. Ach du Scheiße. Mehr hätten wir eh nicht drauf bekommen auf Tasche. Tageslicht. Oh. Ach schön ist das. So, ich bin mal wirklich gespannt, wie das hier am Ende alles aussehen wird. Natürlich bleibt das jetzt hier nicht so cool, da kommen Häuser drauf oder so. Bisschen Wald habe ich mir auch vorgestellt. Ich bin ja so eher der Naturtyp. Das seht ihr ja schon an erfolgreichen Erdeklatschen hier. Das ist was für die Naturtour und auch für Greenpeace. Das ist ja nichts Neues. So, wie spät haben wir es denn gerade? Klei 18 Uhr. Ich weiß gar nicht, wirklich, ich wollte... Wirklich, habe ich jetzt schon... Ja, gut. 2 Stunden bekomme ich jetzt nicht hin, oder? Na gut, heute habe ich mal ein bisschen wieder frei, wo nicht so Schule und alles Arbeiten anstehen. Heute habe ich mal ein bisschen mehr Zeit für euch. Und auch für meinen Kanal.